Ja, hallo zusammen, hier ist der Fuchskommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und dieses Replay ist schon ein paar Tage alt. Ich habe einen Monat Pause gemacht. Ja, ist halt so, fast zwei Monate sogar. Ging halt nicht anders. Aber jetzt bin ich wieder dabei und wir haben hier den Ted Gein is back aus den Clan Metox mit dem 8er Kampagnenpanzer, Belohnungspanzer, Objekt 274A. Das ist ein 8er mittlerer Panzer der russischen Fraktion. Ein, der Gunmark drauf. Und da hat er das geschmückt mit dieser Sondertarnung diesmal zu. In den Weihnachtsboxen gab es die Apfelsinen. Jawohl, wir sind ja auf der Map Fischerbucht den Süden gestartet. 8er, 7er Fecht. Und wir haben hier 6, 8er, 9, 7er, 8er, 3 mittlere Panzer, 4. Quatsch, 3 Heavys, 4 mittlere Panzer, 5 TDs. 2 Lights, 1 Arti. Eine Gunmark hat er drauf. Ein Sternchen auf seinem Rohr. Munitionsverteilung hat er dabei. 25 mal AP mit 320 Damage, 277 Durchschlag und dann 25 mal Premium Munition APC. Ja, da ist schon mal ein Schüsschen in Richtung AMX 1375, geht dabei auf und fängt sich eine von Type 59. Wie gesagt, 25 mal Premium Munition APC mit 289 Durchschlag. Oh, Arti hält auch rein. Ein bisschen gestand ist er. Ja, und dann haben wir hier 6 mal HE dabei. Oder ja, 420 Damage, 62 Durchschlag. Kleines Red Kit, kleines Weg geht und verbesserte Ration für die russische Crew. Ja, Mission. Auftrag. Schauen wir gleich. Da ist einiges aufgegangen. Pflanzen C. T25-2. Und der AMX auch wieder gerade aufgegangen. Ne, der Scharfotur war das, ne? Weil der AMX ist nämlich schon raus. Genau. Was hat sich das Scharfotur? Das war die letzte Runde. Da habe ich mich aber richtig verguckt jetzt. Naja, egal. So, Super Hackett schießt auf ihn. Und es hat aber nicht penetriert. Wir gucken mal nach der Mission. Ups, Verzeihung. Schluck auf. Union 7, ist da jemand? In Richtung Objekt 279. Ja, das ist also die... Nochmal die Mission zum Objekt 279 Strich oder Klammer F. Ne? Reloadzeit haben wir 7,05, also 7 Sekunden. Nochmal ein Schüsschen in den Busch da rein. 1:2 steht es. Habe ich wieder Blödsinn geredet mit Scharfotur. Ja, das war die vorige Runde, die ich aufgenommen habe. Naja, was soll's. So, T-54 Mod 1, 8er Premium Panzer. Sehr schöner Panzer ist das. Habe ich auch eine Weile gespielt. Jetzt schon ganz lange nicht mehr. Bestimmt schon 3 Monate nicht mehr gespielt. Ah, die Pause war schon ein bisschen lang. Dann hatte ich noch Mikrofonprobleme. Muss ich auch erstmal ändern. Da privat sehr viel zu tun. Aber jetzt nehme ich mir mal wieder die Zeit. Ich muss die alten Replays aufnehmen. Da sind, haben sich so 20 Stück angesammelt. Und die muss ich jetzt so mal langsam alle abarbeiten, denn in 3 Wochen geht es schon wieder in Urlaub. Ja, viel haben wir jetzt hier noch nicht gesehen. Er schießt hier so in die Büsche rein. Okay. Leicht hat er was blind penetriert. So, T55 Mod 1 ist raus. In der Mitte ist der C52 Liss. Der Fuchs. Auch ein Premium Tank der polnischen Fraktion. Liz heißt ja übersetzt Fuchs. Oh, hier ist er aufgegangen. Bisschen zurückziehen. Nicht, dass die Arti wieder auf ihn feuert hier. Fünf Minuten sind rum. Ah, verlegt sich jetzt.
Ah, EWR Hotchkiss ist da mal vorhin durchgefahren. Der war offen, genau. Jetzt habe ich mich wieder dran erinnert. So, leider ist der Chrysler GF gerade rausgegangen. Somit steht es 4-7 für das Gegnerteam. Ja, die T29 sieht auch nicht mehr so ganz gesund aus. Hat auch einiges abbekommen. Und da geht er raus. Schöner Arti-Treffer, haben wir genau gesehen. Da kam die Rakete angeflogen. Und platsch. Ja, S51. Ja, 7er russischer Arti. Sollte man nicht unterschätzen. Aber auch die Gegenseite mit der M12 ist auch nicht ohne. Die 7er der Amerikaner. So, jetzt Stadt ist die Gegner sind in der Stadt durch. Der Sherrod hier zieht sich zurück, ist auch besser so. Ja, Jagdpanzer der Briten. Nur gar nicht gepanzert. Aber gute Kanone. Aber wenn sie eins können, die Briten, dann Kanonen. Und schöner Schuss da auf den EBR Hotchkiss. Jawohl. 341. Und da gibt es noch Unterstützungsschaden. Und der EBR Hotchkiss geht raus somit. Ja. Und da haben wir hier 7-8 den Stand. Also fast ausgeglichen. Und von den Hitpoints, naja, da ist noch ein bisschen Unterschied. Ja, das eigene Team muss sich jetzt hier weit zurückziehen. Lässt die Gegner vorkommen. Und sobald die Gegner aufgehen, gehen die auch raus. So, auf der 1er Linie. Sona 22, 44. Face to face da mit der eigenen Sona 22-44. Der Lanzen C ist auf der 1er Linie noch. Im Hintergrund Super Hellcat und D25-2. Ob es der KV-3 der Gegenseite oder Type 59 durch die Stadt wirklich wagt alleine, mag ich zu bezweifeln. Die werden sich wohl entweder hier auf der J- und K-Linie ankommen da. Oder sich zurückziehen. Kann natürlich auch sein. So, Super Hackett. Der Gegenseite aufgegangen. Und der Lanzen C. Das ist der Type 59. Und er probiert es ja. Ach, schade. Da war die Granate ein bisschen zu langsam. Wir haben sich nicht zurückgezogen. Sondern der Type 59 versucht es wirklich hier auf der K-Linie. Aber jetzt wird er in die Zange genommen. Vom Sherrod-Tier und hier vom Tätkin. Und der Sherrod-Tier überschätzt sich. Ja, und wird rausgenommen vom Type 59. 7-10. Nicht schön. Er hätte Sherrod-Tier ein bisschen mehr warten müssen, bis der Tätkin hier ran ist. Und da ist auch der KV-3. Und der KV-3 geht raus. Aber dafür ist Tätkin aufgegangen. Aber der Type kümmert sich nicht um Tekken und kann den Type 59 rausnehmen. Erster Kill. 9-10 und wieder fast ausgeglichen. Los von den Hitpoints. Da liegen sie zurück. Und der Gegner verkürzt Abstand. Ne, verlängert den Abstand auf 9-11. Die Su 122-44 ist rausgegangen. Wollen wir mal schauen hier, was hier noch kommt von der Apfelsinen-Kaltschale. Ja. Ja, wenn man diese Tarnung hat, warum soll man die nicht nutzen, ne? Warum nicht? Mir ist das egal.
Hauptsache man hat eine Tarnung drauf und kriegt die Prozente. So, Super Hackett. Ja, natürlich geht er jetzt auf. Super Hackett versucht hier da, sich hinter zu verstecken, hinter der Ruine. Kommt jetzt vor, holt sich erstmal ein Ding weg. Ah, jetzt ist vorbei für die Super Hackett. Artie hält zwar rein, splasht auch ein bisschen. Kann aber der Tedkin die Super Hackett rausnehmen. Zweiter Kill, 122,44 und da rausnehmen. Ja, dritter Kill, Lanzen-C prallt ab. Ja, Hitpoints hat er noch genug, 931. Und da kriegt der Lanzen-C erstmal schön ein in die Seite. Und eine Sekunde und da ist er durchgeladen. So. Ach, schade. Lanzen-C ist nach rechts abgebogen. Aber das war ein schöner Treffer. Ins Engine Deck. Hat man schön gesehen. Lanzen-C rausgenommen. Vierter Kill, 2149 Damage, 800 geblockt. 157 Aufklärungs- und Unterstützungsschaden weiterer Teammitglieder. Es steht 12 zu 14. Und wir haben noch nicht mal dreieinhalb Minuten. Ja, vielleicht hat der Tedkin einiges blind getroffen. Da ist die M12. Ah, die steht in der Senke. Da wird er nicht drauf. Oh, da ist die Umrandung. M12 versucht zu flüchten. Oh, jawohl, in der Fahrt getroffen. 42 HP noch und gleich ist er durchgeladen. Und zack, da kann er die Artie rausziehen. Fünfter Kill. 13 zu 14. In der Zwischenzeit ist er auch alleine. Habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich mich jetzt gerade hier auf die Tedkin und die M12 konzentriert habe. Gison 1008 oder 1008, wie man es will, ist noch dabei. 8er Premium Jagdpanzer der Briten und T25-2. Noch ein TD. Der Amerikaner. So, 931 Hitpoints gegen 2000 Hitpoints. Ja, dankeschön. Ja, da wollen sie locken, ne? Da wollen sie locken. Orange Juice macht sich auf den Weg hier. Und da ist der Gizo. Ah, da geht er zwar auf. Kann den Gizo eine drücken. Muss ein bisschen aufpassen, ne? Gizo, 6 Schuss Magazin. Jawohl, da kommt der zweiten und der Gizo konnte nicht penetrieren. Ah, natürlich kriegt er jetzt einfach vom Gizo. Und der Gizo will ihn wegrammen. Das wird natürlich nichts, ne? Ja, der Krieger wurde ihm geschenkt vom Gizo. Ja, das macht man einfach nicht. Aber naja, so ist es halt. So, 3700 Damage. 328 Hitpoints bleiben ihm noch. Und jetzt der T55-2. Letzte Minute. Da ist er. Ja, er geht auf. Ah, schade. Nicht penetriert. Ketten getroffen wohl. Jetzt aber. Ha! T55-2 prallt ab. Schön die Wanne gedreht. Guck. Oh, da hat er Glück. Ah, ja, oder er weiß, dass er so wenig Damage macht. 224. Und dann kann er den T25-2 rausnehmen. Und wir sehen uns in den Stats. 7 Kills, wunderbar. Und wir sehen, wie gesagt, in den Stats. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift 274 AM. 7 Kills, 4900 Damage. Jawohl, das ist mal kurz mal so vorgelesen. Aber wir kommen jetzt mal zur Auswertung. Und dann haben wir hier das Panzer, Arsenal, Schläger, Dolan, Wirkungsfeuer.
173.865 Credits XP kommen später wieder Großkaliber und Jägermedaille ab den 6. Kill, der geschenkt wurde von dem Jizo. Dann gehen wir in Teamscore. 4.104 Damage und die Pilz haben wir schon oben. 1.631 Basis-XP und gemeint Report rein. 30 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 17 Mal penetriert. Dann haben wir 1.888 Damage über 300 Meter, 1.040 geblockt. Aufklärungsunterstützungsschaden war weiter an Teammitgliedern 157. Gefahren 4,5 Kilometer rund. Dafür gab es 89.243 Credits, der Missionsbonus 40.000. Und dann haben wir abzüglich Repair, Munition, Aktion und Kit. Wir haben 29.192 Credits über das Ganze in 14 Minuten 40 Sekunden. Ja, und dann haben wir die Basis-XP von 1.631 plus Missionsbonus 4.894 XP und Premium-Fahrzeugbonus war dann 45, macht 7.586 XP und 123 freie Erfahrung. Ja, eine sehr schöne Runde hier mit dem Objekt 274A von dem Tedkin. Hat mir sehr gut gefallen, ich hoffe euch auch. Und ja, die Version ist 1.116.0. Ja, nicht 1.6. Ja, das ist ein bisschen älter her, ne? Ja, wie gesagt, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.